Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde bei mir auf der Ellerbach-Map. Ja, zunächst möchte ich es erstmal nicht versäumen, der gesamten LS-Gemeinde ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Und dann legen wir auch schon direkt los. Und zwar auf den Feldern ist die Hölle los. Und zwar 130, 129 und 128 verlangen Pflanzenschutz. Die 131 auch, aber da ist eh noch nichts angesät. Das heißt, das können wir nachher dennoch manuell machen. Müssen wir keinen Pflanzenschutz aufbringen. 135 müssen wir auch Pflanzenschutz aufbringen. Das heißt wiederum, aber das können wir dann im selben Atemzug mitmachen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die 130. Und ja. So. Die Arbeit machen wir hier selbstverständlich mit unserem Fendt. 415 und der Hardy Spritze Mega 2200, die ist bereits gefüllt bis oben ran, da passt nichts mehr rein und wir können ausbringen. So, erstmal neu positionieren hier. Dann fahren wir mal aufs Feld. Ja, wir sind hier mittlerweile angekommen im 6. Frühlingstag. Das heißt, der Frühling ist vorbei. Mittlerweile sind auch die Bodentemperaturen optimal für den Mais. Dass wir dann auch jetzt den Mais ausbringen können. Dann steht auch schon der nächste Grünschnitt an. So. Hier fahren wir aufs Feld. So, Arbeitsbreite 24 Meter. Hier. Hier. Ziehen wir mal ein bisschen höher hier. So. Gemacht hat. Ich Fehler erkannt. Ja, hätte eine 18 Liter Spritze bis neben brauchen, das hätte er erreicht. Jetzt müssen wir natürlich hier aufpassen. Leider durch Bestand. Da hängen wir schon. Das ist natürlich doof. Wenn die Arbeit spricht, ist aber 24 Meter. 18 Meter hätten uns völlig gereicht. Gucken wir mal rum. Na gut, das müssen wir noch mal besser. Ja, ich habe hier noch den Mod eingenommen, Pendelachse entsperren. Ich denke mal, das war nicht so ganz die schlechteste Idee.
steht hier noch auf den Feldern, steht dann noch die Düngung an. Die nächste Düngestufe, bevor wir jetzt in die nächste Wachstumsstufe reinkommen, wäre nicht so toll. So, jetzt mal gucken, was wir jetzt hier optimal erwischen. Natürlich blöd, ärgert mich jetzt so ein bisschen, dass es hier nicht gepasst hat. Jetzt hier wieder auch die mal passt. Also da möchte ich schief laufen, werde Fahrgassen einfahren. Das heißt, der andere Punkt wird dann dementsprechend auch nicht stimmen. So, dann gucken wir uns das mal an. Jo, die 130 haben wir frei. Ich würde sagen, wir fahren mal rüber zu 135. Da steht auch Unkraut drauf. Machen wir das gleich noch mit. Die 129, da werde ich mir dann eine neue Spritze mieten. Und in Zukunft natürlich dann bei den Fahrgassen besser aufpassen.
ziehen wir kurz durch den Wald. Die ganze Batterie. GPS wird nicht vermuten sein. Ja, hier auf dem Feld ist dann auch die nächste Arbeit, steht auch schon wieder an. Das heißt, wir gehen dann hier mit dem Striegel rüber, wo wir dann auch gleichzeitig noch die schadhaften Stellen ausbessern können. Das heißt, dort wird dann Saat abgelegt und damit bessern wir den schadhaften Stellen aus. Sprüher. So weit geht also das Fahrtwirtschaft dann doch nicht. Das war den Herrn noch das Feld mitmachen. So, meine Lieben, für heute haben wir es doch jeweils geschafft. Das andere mache ich ohne euch fertig. Schauen wir mal. Wachstum 0, Feuchtigkeit 20%, Dünge 33%.
Bodenfeuchtigkeit 9. Das passt. Gucken wir da noch mal kurz nach. Jawohl. Muss ja natürlich sein. Jawohl. Haben wir auch soweit unkrautfrei. Es steht eigentlich nur die 129 und die 131 noch an. Und dann haben wir es auch damit schon wieder erledigt. Jo, meine Lieben. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir in der nächsten Folge werden wir uns hier den Grünland widmen. Und bis dahin sage ich dann bye bye, euer AgrarGamer.